Was haben wir denn? Fangen wir an mit Huntsmen. Wir haben zwei Huntsmen, drei Breakout, drei Phoenix, nee, zwei Phoenix und zwei Winteroffensive. Und jetzt, Leute, ohne viel Schnickschnack. Heute, normalerweise habe ich keine Hoffnung, ja, normalerweise habe ich keine Hoffnung, aber was heute passiert ist, wir haben zwei Messerhaid bekommen, wir haben heute richtig gute Teammates bekommen. Jetzt kommt eine Vulkan oder ein Messer. Muss drin sein. Vulkan oder ein Messer? Die Daumen. Okay, alle beide gedrückt. Jeden Fall. Ich brauche mehr Daumen. Zwei Daumen reichen nicht. Ich brauche mehr Daumen. Alle guten Dinge sind drei und zwei Nerfs hast du heute schon. Also wenn ich Daumen drücke, kommt Mac 7 Bullshit raus. Ich brauche mehr. Ihr müsst auch die Fußdaumen drücken hier, die. Deck nein! Nice! Auch. Gleich nächstes Mal, komm. Ich drück auch meine Daumen. Da war gar nichts Episches drin. Da war gar nichts Episches drin. Nur blaue Sachen. Alter Falter. Fragt mich, da fragt einer, der Gifskin over 9000 fragt: Mucka, wie stehst du? Frage gilt auch für die anderen MTS zu Cannabis, beziehungsweise hast du es schon mal probiert? Habe ich nicht probiert, will ich auch nicht. Wenn es andere nehmen, juckt mich nicht, solange die das nicht in meine Nähe machen. Aber ich habe da nichts gegen. Und ich möchte es aber auch nicht selber machen. Ich halte nichts von tun. Und wir gehen jetzt weiter mit Breakout. Eins oder drei. Wir nehmen natürlich drei. Die Frage brauche ich gar nicht stellen. Jetzt pass auf. Jetzt kommt. Butterfly. Ich will ein Butterfly haben. Ich werde es mir entweder mal kaufen oder da. Ein Schmetterling. Oder wie Perry sagen, eine Butterfliege. Ja, ein Butterflügelmesser. Ein Butterflügelmesser. Zweite Kiste. Zweiter Schlüssel. Schon. Mann, was will ich damit? Ich bekomme in Zukunft Streamverbot, wenn Mucka Kisten aufmacht. Ich muss das streicheln mit Liebe. Ich streichle meinen Bildschirm. Ah, du siehst, wie ich. Ah. So wie ich dich gestreichelt habe. Jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Gar nichts. Aber es. Wir haben noch Kissen, Leute. Operation Phoenix, Leute. Da hatte ich bisher immer eine Asimov. Immer. In jeder Kiste war eine Asimov drin. Guck mal hier, Asimov. Mucke, Augen zu. Okay, ich mach die Augen zu. Ihr müsst mir sagen, was kommt. Ich hab die Augen Okay. zu. Okay. Vielleicht höre ich das sogar. Darf ich die Augen Ich aufmachen? hab's noch nicht gesehen. Nee, das ist bei uns noch ganz am Anfang. Oh, eine wunderschöne Waffe. Oh, cool. Wo ich hinterher. Kevin versucht nur zu verarschen. Ich mach die Augen auf. Ich mach die Augen wieder zu, Mann. Vielleicht wird's ja noch zum Knife. Ey, es war so klar, dass. Wieso habe ich mir Phoenix-Kisten nur Schlüssel gekauft? Ich habe es übrigens gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was drin war. Mein Stream hängt die ganze Zeit. Was war wohl in Phoenix, wenn da eine Mac 7 Himmelswächter drin ist? Mac 7. Hallo, weißt du doch, ich bin dabei. Snack. Leute, da soll mir einer sagen, jemand hat mehr Pech. Soll mir einer sagen, jemand hat mehr Pech als ich in Kisten öffnen, ja? Wisst ihr, wieso ich noch nie im Lotto gewonnen habe? Hier ist der Grund. Herrlich. Unfassbar. Okay, mit Phoenix habe ich immer noch Pech gehabt. Nein. Ich habe mit Phoenix mehr Knife gezogen. Echt? Nice. Zweimal. Karen mit Zwei Case Kisten habe ich noch. waren.
eben 200 Euro gezogen. Das war nice. Oh, ein Euro-Item. Oh, hat sich das Geld gelohnt. Aber ein Factory New, glaube ich sogar. Sieht extrem Factory New aus. Leute. Ist das Factory New? Ist sogar Factory New. Pass auf. Mit dem Augen zu. Da habe ich ja besonders viel Spaß dran. Noch mehr Gold hintereinander! Aber eine mit Cedric. Wow, Leute, wow. Wow, geil. Das sind aber viele Galils. Und alle Cedric. Wieso? Ja, Kisten aufmachen war mal wieder eine Freude mit dir, Mucka. Ich muss sagen, die Waffe ist echt schön, ja. Aber den Wert von 10 Kisten, dass man dafür 20 Euro allein nur für die Schlüssel ausgibt und dann kommen noch die Kisten dazu, ist... Ich weiß nicht. Leute, ich kann es keinem empfehlen. Aber die MP9 ist hübsch. Die MP9 ist echt cool. Naja, Leute. War nett, ne? War nett. Nie wieder Kisten öffnen. Ich löse meine Konten von Steam.